Herzlichen Dank, Herr Sarani, für die nette Begrüßung. Was haben wir vor? Sie haben es schon gesagt, wir wollen, wenn wir an der Tankstelle schon mal sind, natürlich ein bisschen tanken. Und zwar ein paar Fakten wollen wir tanken und ein paar Denkanstöße liefern dem Motor da oben. Mal sehen, ob das gelingt. Ich bin ganz sicher, dass es gelingt, denn wir haben sehr, sehr gute Gäste, sehr kompetente Runde. Herr Sarani, Sie haben die Vorstellung schon größtenteils übernommen. Wir wollen natürlich mit der Dame beginnen, Frau Skudelny. Dass Sie für zielstrebige und vielleicht auch unkonventionelle Lösungen stehen, das weiß jeder, seit Sie 2009 dem Bundestag das erste Baby beschert haben, damals Ihre 4 Monate alte Tochter mitgenommen haben zur konstituierenden Sitzung des Parlaments. Warum brennt Ihnen das Thema E-Fuels so auf den Nägeln? Als umweltpolitische Sprecherin setze ich mich mit vielen Sachen auseinander, zum Beispiel auch mit der Kreislaufwirtschaft. Und ich habe mir bei der E-Mobilität als allererstes mal angeschaut, wo gehen denn die Batterien hin? Was ist in den Batterien drin? Wo kommt der Strom her? Und ich habe viele Fragezeichen gesehen, manche Sachen auch, die nicht funktionieren. Und ich habe gedacht, naja, also wenn wir Klima- und Umweltschutz haben wollen, egal ob es Luftschutz ist, also vor Luftemissionen, wir sind ja in Stuttgart die Landeshauptstadt mit den am weitesten ausgeprägten Fahrverboten, oder ob wir über Klimaschutz reden, da kann doch nicht die einzige Antwort Elektromobilität sein, wo wir nicht wissen, wo die seltenen Erden herkommen, wo wir wissen, dass Kobalt aus Afrika unter nicht guten Umständen, sage ich mal, abgebaut wird, wo wir überhaupt noch nicht wissen, wie es mit dem Recycling aussieht. Technisch möglich, aber die Fahrzeuge bleiben nicht in Deutschland, sie gehen in alle Welt, auch wieder in Afrika zurück, wo wir jetzt schon sehen, was Bleibatterien ansetzen. Ich habe gedacht, da muss es intelligentere Lösungen geben. Und ich bin über die E-Fuels gestolpert und habe gedacht, Mensch, das ist so ein tolles Thema und es ist so eine gute technikoffene Ansatz. Warum reden wir eigentlich da nicht wirklich drüber? Warum wird es nicht gefördert? Und ab dem Zeitpunkt Anfang letzten Jahres habe ich mich genau für dieses Thema deswegen eingesetzt. Dr. Uwe Gackstatter, Sie sind Vorsitzender des Bereichsvorstands Diesel Systems bei Bosch und auch Powertrain Solutions. Seit 1886 geht bei Bosch Innovation in Serie. Das soll auch weiter so sein und am liebsten auch mit Verbrennungsmotor. Warum? Gerne. Also zunächst bin ich nicht Vorstand seit 1886. Das habe ich nie gesagt. Was aber wichtig ist, der Verbrenner ist wichtig. Der Verbrenner ermöglicht individuelle Mobilität und damit bringt der Verbrenner Menschen zusammen. Beispielsweise so wie heute Abend und bei vielen, vielen anderen Gelegenheiten. Deswegen hängen wir im Verbrennungsmotor. Und wir setzen uns als Unternehmen dafür ein, dass wir mit Kreativität, schwäbischem Tüftlertum an dieses Thema herangehen. Nicht mit Populismus, nicht mit Ideologie, weil das schadet dem Klima, das schadet der Wirtschaft, das schadet dem Wohlstand, das schadet uns allen sonst. Da kann man absolut auch mal Applaus. 22 Jahre lang Motorsportchef von Mercedes. Die treibende Kraft hinter der Erfolgsstory von Mercedes in der Formel 1 auf der Rennstrecke. Inzwischen bringst du, Norbert, wir duzen uns, wir kennen uns ein paar Jährchen, haben die DTM lange zusammen übertragen, verzeihen Sie es uns. Bringt er sein Know-how als Berater für Mittelständler ein im Land. Das Rennen um die Mobilität der Zukunft ist in vollem Gange. Wie viel PS hat das Team Deutschland im Moment auf der Straße? Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Gelegenheit erstmal. Ich komme aus einer Welt, in der Fakten zählen und in der Fantasien sehr schnell ins Nirvana führen. Ich muss sagen, ich habe in der Politik nicht immer den Eindruck, dass Fakten über Fantasien gehen. Und ich glaube, dass wir alle gut beraten sind, wenn wir heute Abend mal die Fakten herausarbeiten und uns eine Meinung bilden. So haben wir gearbeitet und die Träumerei von irgendwas, das ist zwar schön, aber faktenbasiertes anzugehen, ist der richtige Weg. Und da können wir hoffentlich heute Abend einen Beitrag dazu leisten. Wenn wir bei den Fakten sind, der Mann neben mir. Absolut, ein Applaus. Der Mann neben mir kann Sonne zu Kraftstoff machen. Und zwar zu Kraftstoff, der in Ihrem Auto läuft und Ihr Auto antreibt. Tim Böltgen, mit Ineratec haben Sie verschiedene Innovationen im Bereich der synthetischen Kraftstoffe schon geleistet, gemacht, den Deutschen Gründerpreis 2018 gewonnen. Warum brauchen wir diese synthetischen Kraftstoffe?
Ja, also die Frage ist eigentlich ganz einfach beantwortet. Wenn wir die Pariser Klimaziele erreichen wollen, brauchen wir diese synthetischen Kraftstoffe. Das ist überparteilich eigentlich bewusst, dass wir mit einer rein elektrischen Lösung werden wir diese Klimaziele nicht erreichen. Der Vorteil von diesen synthetischen Kraftstoffen oder auch E-Fuels genannt, ist, dass wir eine gigantische bestehende Infrastruktur haben. Meine Vision hier ist, dass wir perspektivisch wirklich aus sonnen- und windreichenden Gegenden diese synthetischen Kraftstoffe herstellen und dann auch zu uns importieren. Und so, dass wir auch mit unserem Lebensstil, auch mit unserer Mobilität weiterleben können. Und es wäre doch ein schöner Gedanke, wenn perspektivisch nicht der Tanker aus Saudi-Arabien zu uns fährt, sondern ein Tanker, der mit so synthetischem Kraftstoff beladen ist und wir uns dadurch auch CO2-neutral weiterhin fortbewegen können. Matthias Doll, Geschäftsführer der Südramol GmbH & Co. KG, nehmen Sie sich ein Mikrofon. Sie haben über 40 Tankstellen in Süddeutschland. Ich glaube, so voll war selten eine. Oder? Selten. Sie sind überzeugt, nicht nur als Tankstellenbesitzer, sondern auch als Bürger, tanken ist besser als laden. Warum? Es wurde vorher schon gesagt, das Thema individuelle Mobilität ist ein Riesenthema. Und wir leben in einer Zeit, wo ja, das knappste Gut einfach die Zeit ist. Und wenn Sie zu uns zum Tanken kommen, sind Sie innerhalb von 3 Minuten wieder draußen, wenn es gut läuft. Und das sind dann einfach Dinge, wo wir auch, das wurde auch schon angesprochen, die Infrastruktur, die wir haben, die wir auch bereitstellen. Wir versorgen als Familienbetrieb seit 60 Jahren den mobilen Menschen, einfach schon so viel Know-how haben, die wir gerne nutzen wollen und weiter nutzen wollen. Und als Familienunternehmer liegt mir natürlich auch daran, dass die 1400 Menschen, die bei uns arbeiten, auch eine Perspektive für die Zukunft haben. Und dann schauen wir ganz genau hin, was gerade passiert. Jetzt haben wir hier schon ein paar Fläschchen stehen. Also nicht die meine ich, sehen aber fast gleich aus, ne? Wenn man so drauf schaut. Ja, nicht verwechseln, ne? Aber kann man, glaube ich, ne? Herr Gagstatter, wenn ich daraus trinke, das ist, sagen Sie mal, was wir hier haben. Das ist paraffinierter Kraftstoff. Man kann auch sagen, wurde gewonnen aus Pommesfett, das wird, glaube ich, was jeder versteht. Oder wenn jemand ein Hamburger isst, so wie ich kurz vor dieser Veranstaltung, bleibt auch so Fett übrig. Das kann man aufbereiten und das kann man tanken. Und Sie werden es nicht glauben, ich bin mit einem ganz normalen Golf Diesel da, der nicht nur mit den Noxen und Feinstaub überhaupt keine Probleme hat, sondern auch mit diesem Kraftstoff zu 100% fahren kann. Damit erreicht er Folgendes, und das müssen Sie sich merken. Dieser Golf kann ein Fahrzeugleben lang damit betankt werden. Das sind 10 Jahre, 150.000 Kilometer, was man üblicherweise fährt. Und er hat damit so viel CO2 produziert, wie ein E-Golf, wenn er hergestellt ist und nicht 1 Meter bewegt wurde. Das muss man einfach wissen, und deswegen, wir können uns ja nicht erlauben, dass wir zu einer Tankstelle den eigenen Kraftstoff mitbringen, wie ich das heute getan habe. Das liegt jetzt aber nicht an der Randtankstelle oder an dem Herrn Doll, sondern dass der Gesetzgeber in Deutschland es nicht erlaubt, dass sie diesen Kraftstoff tanken können. Und das müssen wir ändern, alle miteinander. Warum erlaubt es der Gesetzgeber nicht? Ja, warum erlaubt der Gesetzgeber nicht? Ich glaube, es ist eine feste Überzeugung der jetzigen Bundesregierung, dass nicht mehr die Ingenieure in Deutschland entscheiden, was das Richtige ist, sondern dass die Politik schon weiß, was gut für den Bürger ist. Und die jetzige Bundesregierung hat sich schon vor langer Zeit auf den Weg in die Elektromobilität gemacht und hat sich entschieden, das soll jetzt die Lösung sein, und setzen alle Steuermittel und alle Ideen und alle gesetzgeberischen Rahmenbedingungen so, dass es am Ende auf die Elektromobilität rausläuft. Und meine feste Überzeugung ist, wenn wir Klimaschutz erreichen wollen, funktioniert es erstens nur technologieoffen, im Wettbewerb der besten Ideen. Und meine zweite Überzeugung ist, dass nicht diejenigen erklären sollen, was der beste Antrieb ist, die in ihrem ganzen Leben noch nicht ein einziges Fahrzeug mal verkauft haben. Ich bin der Überzeugung, dass diejenigen am besten
Fahrzeuge herstellt, deren Hauptberuf es ist, sich technisch gute Lösungen zu bringen. Da ist die Politik übrigens, da hat die Politik die Aufgabe zu sagen, was wollen wir denn? Wir wollen Klimaschutz, wir wollen saubere Fahrzeuge. Und ich bin mir sicher, dass die Herren um mich herum allesamt in der Lage sind, das zu liefern. Diese Technikoffenheit brauchen wir. Die hat die jetzige Bundesregierung leider nicht, aber ich hoffe, dass wir von der FDP arbeiten daran, dass die nächste Bundesregierung technikoffen sein wird. Bestimmt, wie man fahren soll. Norbert, wenn du deinen Fahrern früher in der Formel 1, Lewis Hamilton, David Coulthard, Mika Häkkinen gesagt hättest, den Motor, den ihr da drin habt, den bauen wir jetzt mal aus. Ich habe was anderes. Ich weiß zwar nicht genau, wo wir ankommen, aber das machen wir jetzt mal. Wäre super angekommen, oder? Ja, das Beispiel hinkt sicherlich ein bisschen, aber ich weiß, was du meinst damit. Ich glaube, man sollte gar nicht so sehr gegen Ehe sprechen, sondern man sollte für den Markt sprechen. Und ich glaube, der Markt ist König. Der Matthias Müller kann ein Lied davon singen, wie das am Markt zugeht. Denn der Kunde weiß ganz genau, was gut ist, was er möchte, was er will. Wenn wir mit allen Subventionen, die wir jetzt haben, mittlerweile weniger als 200.000 Elektroautos in Deutschland haben, dann erzähle ich das nicht, weil ich gegen Elektro bin, sondern dann bin ich wieder faktenbasiert und sage, so ist es. Man müht sich, man schafft Anreize. Der Herr Lauer von unserer Vereinigung Making kann Ihnen mal nachher erklären, wie man ein Formular ausfüllt, wenn man ein E-Auto fährt, wie verunmöglicht das eigentlich ist. Und ich will damit nur sagen, dass es so einfach nicht vorangeht. Deshalb bin ich nicht gegen E. Ich bin für eine vernünftige, gute Lösung. Und wenn man das hört, was hier die Fachleute sagen, dann sollte man dazuhören. Und ich habe mir in der Schule nicht vom Biologielehrer Physik erklären lassen. Ich habe zwar in beiden Fällen nicht so richtig aufgepasst, aber ich konnte das eine noch vom anderen unterscheiden. Heute erklärt uns der Biologielehrer, wie Physik geht, und das kann nicht sein. Also wir haben gelernt, der Herr Gackstatter, der fährt mit Frittenfett. Mit was fahren Sie denn, Herr Bölken? Da haben wir nämlich das Gleiche, aber mit blauer Kappe, das ist auch ein bisschen was anderes. Richtig, man sieht auch, es ist ein kleines bisschen klarer, also das ist noch sauberer. Das ist ein Liter E-Fuel, rein hergestellt aus erneuerbarem Strom und CO2. CO2, wissen wir alle, haben wir viel zu viel von, müssen irgendwas damit machen, das vielleicht wieder in den Kreislauf einbinden. Und so haben wir nicht ein Verfahren entwickelt, die Verfahren sind alle alt, sondern wir haben eine Technologie entwickelt, wie wir das in sehr kompakten, modularen Maßstab eine chemische Anlage bauen können, die wir zum Beispiel an eine Elektrolyse stellen können. Und dann stellen sich das so vor, erneuerbarer Strom geht in die Elektrolyse spaltet Wasser, es entsteht Wasserstoff. Das ist erstmal ein Gas, schlecht speicherbar, vielleicht fährt der ein oder andere auch ein Wasserstoffauto, und es entsteht Sauerstoff. Der Sauerstoff geht in die Luft, macht die Luft erstmal besser, und mit dem Wasserstoff kann man jetzt irgendwas machen. Und unser Ansatz ist, dass wir den Wasserstoff mit dem CO2 zusammenbringen, und in einem zweistufigen Verfahren lassen wir die Moleküle miteinander reagieren, und am Ende entsteht über die sogenannte Fischer-Tropsch-Synthese entsteht so ein Kraftstoff. Und es gibt dann lange Kohlenwasserstoffketten, und irgendwann werden sie flüssig. Und dann kann man sich ein Benzin draus machen, dann werden sie ein bisschen länger, dann kann man sich ein Diesel draus machen. Irgendwann sind sie dann ganz lang, dann hat man so eine schöne erneuerbare Kerze, die haben wir jetzt auch nochmal ein bisschen blau eingefärbt, sonst ist die auch weiß. Und die kann man dann wirklich vom Kraftstoffbereich bis hin in die chemische Industrie einbringen. Weil ein Aspekt hier ist mir sehr wichtig, wir reden immer von Dekarbonisierung, aber unsere Welt besteht aus Kohlenstoff. Wir müssen defossilisieren, das heißt, wir müssen wegkommen von Erdöl, und deswegen ist mir es auch egal, ob das jetzt Elektromobilität ist oder mit synthetischen Kraftstoffen getankt. Jeder eingesparte fossile Liter ist ein guter Liter. Und so sind wir dabei, dass wir diese Kraftstoffe herstellen. Was man immer beachten muss, ist, wir sind der Anlagenbauer. Das heißt, wir können die Technologie dafür liefern, und dafür brauchen wir einfach einen regulatorischen Rahmen, dass wir als junge Firma auch eine Zukunft haben.
Okay, da will ich nochmal einhaken. Ich bin mit meinem Diesel 5 hierher gefahren, der ein paar Jährchen schon drauf hat, den ich nicht mal richtig verkaufen kann. Das könnte ich doch einfüllen. Das ist ein paraffinischer Diesel nach der EN 1549-Norm. Sie können daraus eine 25-prozentige Mischung machen, dann sind Sie immer noch in der EN 590. Sie können aber auch, und die meisten Hersteller, auch Bosch hat das auch alles freigegeben, Sie können auch 100% damit fahren. Hat ein paar Vorteile, es verbrennt sauberer, Sie haben keine Aromaten, also Sie können es wirklich trinken, Ihnen wird es danach wahrscheinlich nicht gut gehen, aber es ist zumindest mal nicht giftig. Es hat eine viel geringere Rußbildung, es hat eine viel geringere NOx-Bildung. Deswegen wird das auch als Einsatzstoff in der Luftfahrt, als Kerosin, heiß diskutiert, weil wenn Sie oben in der Atmosphäre natürlich den Kraftstoff verbrennen, ist natürlich wichtig, ob Sie Partikel bilden oder nicht. Und je weniger Partikel diese bilden, umso besser ist der Kraftstoff. Und da ist so ein E-Fuel oder ein synthetischer Kraftstoff unschlagbar. Und dieser synthetische Kraftstoff, Herr Doll, den könnte man natürlich an jeder Tankstelle ganz normal tanken, weil Lagerung ist unproblematisch. Ja, könnte man. Ganz einfach gesagt, es ist was anderes, aber da muss ich jetzt drauf eingehen, wenn ich schon mal einen Tankstellenbesitzer und einen jemand aus der Tankstellenbranche habe. E10 ist natürlich das Erste, was in den Sinn kommt, wenn man über Beimischungen redet. Das ist natürlich stofflich was anderes, aber es ist überhaupt nicht angekommen. Warum nicht aus Ihrer Sicht? Ja, das ist eine Frage, die hat uns 2012 sehr beschäftigt. Von der Politik wurde entschieden, dass wir diesen Kraftstoff einführen. Der sollte damals den E5 Superbenzin ersetzen. Und aus meiner Sicht, ich spreche da nur für mich, hat es einfach aus dem Zusammenspiel in Sachen Aufklärung vom Verbraucher gemangelt. Und wir haben dann einfach selber versucht, in den Rahmen unserer Möglichkeiten den Verbraucher zu informieren, über Flyer, über Handzettel informieren sie sich. Aber ich denke, dass wenn solche Veränderungen stattfinden, es einfach wahnsinnig notwendig ist, den Verbraucher mitzunehmen, damit er auch diesen Kraftstoff tankt. Weil was damals passiert ist, es waren Ängste da. Durch die Presse ging, Achtung, der Motor geht kaputt, sie können es nicht tanken. Und da hat natürlich dann der Kunde, auch wenn der Kraftstoff 2 Cent günstiger war, auch dann halt nicht zum Zapfen gegriffen, sondern hat weiterhin die 5 getankt. Und was auch ein Fall war, das ist auch nicht so bekannt, wir waren da ziemlich eng an der Versorgungsfähigkeit, weil sämtliche Raffinerien schon umgestellt haben auf E10. Und der Kunde hat es nicht angenommen. Somit muss man alles wieder Kommando zurückfahren. Und das war das Problem. Ich glaube, wir sind bei 13% bei den Nutzungszahlen, ja, also fast nichts. Genau. Keine Akzeptanz. Ich frage deshalb, bei einer Beimischung ist auch hier möglich, Herr Gangstetter? Ja, wir können beimischen. Es gibt auch einfache Kraftstoffe wie R33, wo sie dann einen geringeren Anteil haben. Kann man alles beimischen. Aber ich möchte auch mal ganz offen über einen Punkt sprechen, weil Sie alle natürlich von unseren Aussagen jetzt begeistert sind und sagen, jetzt wollen Sie es auch tanken bei Ihnen. Wir produzieren, oder es wird bisher produziert in Deutschland natürlich in kleinen Mengen. Und es ist natürlich noch nicht wettbewerbsfähig heute zum Dieselpreis. Ich habe vorher geguckt, 1,15 Euro. Ich war ganz überrascht. Also Lob an die Randtankstelle, sehr wettbewerbsfähigen Dieselpreis. Wir liegen hier beim Liter, solange wir das halt, ich sag mal, wirklich in, so produzieren, wie wir es heute machen, zwischen 1,80 Euro und 2,30 Euro. Und wir müssen uns anstrengen als Gesellschaft, dass wir die Kosten runterbekommen. Ich kann ja den Kollegen fragen, wo wir heute mit synthetischen Kraftstoffen sind. Das sagt natürlich auch jeder, viel zu teuer. Aber wir können das lösen. Also heute beispielsweise können Sie das Kilo Wasserstoff am Flughafen tanken für rund 10 Euro. Nicht per Liter, sondern pro Kilogramm. Das entspricht dann heute in etwa dem normalen Superpreis. Ich war vor 14 Tagen auf so einer weltweiten Konferenz zu Wasserstoff. Da sind alle überzeugt, Sie kriegen das für 2,50 Dollar, je nachdem, wo der Dollar ist, ist es sogar noch dann besser in Euro. Und es geht, aber es geht nicht über Nacht. Es geht natürlich nur, wenn eine Gesellschaft sich dazu entscheidet, wir wollen das haben, wir wollen dafür investieren in Infrastruktur, in die Erstanwender, so wie wir es mit anderen Themen ja auch machen. Und da braucht man einen gesellschaftlichen Konsens und dafür setzen wir uns ein. Herr Norbert, das ist der Markt.
sollte das eigentlich regeln? Wie nimmst du das auf, dass das nicht möglich ist? Ja, ich glaube, dass es höchste Zeit ist, dass man da eine deutliche faktische Sprache spricht. Also Nachhaltigkeit fängt für mich, und ich denke für Sie alle, damit an, dass man das, was man hat, zunächst mal erhält und nicht wegschmeißt. Und ich glaube, mit so einem Weg kann man die Verbrennungsmotoren erhalten, den Tank im Auto benutzen, den Tank in der Tankstelle benutzen. Ich sehe da sehr, sehr viele Vorteile. Und wenn man dann tatsächlich CO2-neutral fahren kann, was ja der Fakt ist, dann sollte das doch eine Perspektive sein, an der man heftigst arbeitet, ja. Und das Thema wieder aufzunehmen, ist ganz wichtig. Ich bin mir nicht im Klaren, ob alle, die heute in Sachen E-Auto und in Sachen Mobilitätswandel unterwegs sind, ob da der große Wunsch ist, die individuelle Mobilität zu erhalten oder ob das vielleicht andere Zielrichtungen hat. Aber eines steht fest, wenn ich Nachhaltigkeit predige, dann muss ich als erstes das erhalten, was ich habe und nicht wegwerfen. Norbert, du hast es gerade gesagt, ich will nur kurz nachhaken. Keiner ist hier sicher gegen das E-Auto als Teil der Lösung. Aber du wohnst in der Stuttgarter Innenstadt. Wie viele Ladesäulen hast du in deiner Nachbarschaft? Ich habe sie nicht gezählt. Ich zähle die Blitzer mehr. Da gibt es welche. Ja, vielleicht gibt es die Kombination in Zukunft, solange man steht, aufzuladen. Vielleicht ist das ein neues Geschäftsmodell. Ich glaube, es wäre ein sehr gutes Geschäftsmodell. Ja, also Blitzer haben wir schon und Ladesäulen. Ich bin überhaupt nicht gegen E, um Gottes Willen. Ich bin für den Markt. Der Markt soll entscheiden. Und ich glaube, dass wir faktenbasiert die Entscheidung treffen müssen. Und das sind, glaube ich, ganz erdrückende Argumente. Wie der Herr Dr. Kackstatter sagt, nicht morgen gelöst. Aber das ist E-Mobilität auch nicht, wie wir wissen. Also ohne Hürde geht es nicht. Aber die Hürden, die wir hier definiert haben, die lohnt sich zu nehmen. Und ich glaube, die kann man nehmen. Also wir haben gelernt, wir haben einen Kraftstoff, den wir über das vorhandene Vertriebssystem unter die Leute bringen könnten, der natürlich noch ein bisschen zu teuer ist, aber dazu müsste sich jetzt mal eine Öffnung ergeben, dass es Anreize gibt. Was muss passieren, dass das eine Erfolgsstory werden kann, aus Ihrer Sicht? Ja, also ich glaube, ich werde das jetzt mal in meiner Art kundtun. Frau Scudeni wird da sicherlich dann auch noch einhaken können. Was ich als Unternehmer sehe, ist, wir brauchen erstmal politische Rahmenbedingungen, dass man diesen Kraftstoff verkaufen kann. Es gibt jetzt die RED II, Renewable Energy Directive, die dringend in nationales Recht umgesetzt werden muss. Unserer Meinung nach sollte man dort auch noch in Brüssel noch mal ein bisschen nachhandeln, weil was dort drin steht, passt uns auch noch nicht ganz so gut. Und was wir dann einfach brauchen als auch als Technologieanbieter ist Investitionssicherheit. Wir haben gezeigt, dass es die Technologie gibt. Wir wissen, dass wir die Technologie skalieren können. Das heißt, wir können auch perspektivisch die schieren Massen, die wir einfach brauchen, wenn man sich das mal vorstellt, wie viel Erdöl wir heutzutage verbrauchen, die werden wir herstellen können. Das geht nicht über Nacht, aber die Technologie ist da. Aber wenn wir nur mit einem günstigen fossilen Kraftstoff konkurrieren und wir haben und die Vorteile, die dieser Kraftstoff bietet, die werden nicht angerechnet, dann ist es nicht fair. Wenn man mit einem geförderten Elektroauto konkurrieren muss, der 0 Gramm pro Kilometer hat, aber tatsächlich ist es nicht so, ist das nicht fair. Und deswegen muss hier einfach eine faire Vergleichsbasis stehen, so dass wir Investitionssicherheit haben und so dass wir unsere Technologie weiter skalieren können. Wie kann das sein, dass das E-Mobil, auch wenn der Strom aus Kohle oder was auch immer kommt, mit Null abgerechnet wird und solche Kraftstoffe, die tatsächlich ein Potenzial haben, gar nicht erst zugelassen?
Ach herrje, ich könnte hier so schön vom Stapel lassen über die Bundesregierung. Ich fange mal ganz vorne an. Ich glaube, damit sich ein Markt entwickelt, ist zunächst einmal wichtig, nicht über die Preise zu reden, sondern darüber, dass die Technologie zugelassen werden muss. Es ist nicht Aufgabe der Politik zu sagen, erst wenn du wirtschaftlich bist, wirst du zugelassen, sondern die Politik muss Dinge ermöglichen. Und genau das hat sie bei den E-Fuels nicht getan. In vielen europäischen Ländern, auch auf europäischer Ebene, ist die DIN 15940, nennt die sich, ist die europäische Regelung, die muss in nationales Recht umgesetzt werden. Und genau das hat die Bundesregierung nicht getan. Seit März liegt die Umsetzung vor, dann haben sich das Umwelt- und das Wirtschaftsministerium über Monate hinweg darüber gestritten, ob eben die E-Fuels zugelassen werden sollen oder nicht, die synthetischen Kraftstoffe. Im Dezember, kurz vor einem Vertragsverletzungsverfahren, haben sie dann gesagt, wir lassen es zu, aber nehmen, also viele lassen wir zu, aber genau den Bereich, diese DIN-Norm, die wir benötigen, damit es in Deutschland zulässig getankt werden soll, die wurde wieder rausgenommen und der Bundesrat hat so, wie es ist, durchgewunken. Wir müssen nicht über Preise reden und über Entwicklungen reden, wenn wir Technologie gar nicht erst zulassen. Und es ist die vornehmste Aufgabe der Politik, Dinge zu ermöglichen, nicht zu verhindern. Und genau an dem Punkt hat die Bundesregierung versagt. Ein zweiter Punkt ist genau der Klimaschutz. Wir haben natürlich einen Klimaschutz und es ist auch richtig, dass wir das betreiben, aber wir haben hier keine Waffengleichheit. Wir gucken uns das Elektroauto eben nicht von Anfang bis zum Ende an. Und was noch schlimmer ist, die Antriebsstoffe, die klimaschonend sind, wurden Mitte diesen Jahres verhandelt, dass diese künftig nicht anrechenbar sind. Das heißt, überall anders, wo wir Klimaschutz betreiben, im Stromsektor, im Industriesektor, werden Sparmaßnahmen anerkannt, nur bei der Mobilität. Bei der Mobilität, bei den Flottengrenzwerten für die Fahrzeughersteller ist es so, dass im Gegensatz zum Beispiel zur Schweiz, wo es anerkannt wird, das Tanken von E-Fuels nicht als klimaschützend anerkannt wird. Und das ist nicht nur ein signifikanter Nachteil für die Fahrzeugindustrie in Deutschland, es ist auch ein signifikanter Nachteil für die E-Fuels. Und wenn wir über Technologieoffenheit reden, müssen wir über faire politische Rahmenbedingungen setzen. Und das ist das, was der Herr Böttgen gesagt hat. Und das ist auch das, wofür wir uns einsetzen. Und da können wir nicht warten, dass die Regelungen in Brüssel nochmal irgendwann überarbeitet werden. Da müssen wir von Deutschland aus Druck machen, damit hier Waffengleichheit herrscht, weil es dem Klima völlig wurscht, wo es und wie es besser gemacht wird. Wichtig ist für die Menschen aber, dass es so effizient und günstig wie möglich erfolgt. Und da sollten wir alle Mittel nutzen, die wir haben. Ich möchte etwas fragen, und zwar, woran liegt das, dass der Verbrennungsmotor in der Politik so verdammt wird, wenn man es hart sagen möchte? Traut die Politik dem Innovationsgeist der auch deutschen Industrie nicht? Oder ist der Vertrauensbruch so groß gewesen? Woran liegt das? Boah, also ich glaube, den Verbrennungsmotor findet nur eine Partei so richtig scheiße. Ich glaube tatsächlich, dass bei den anderen Parteien die Technologieoffenheit ein Stück weit weiter gewachsen ist. Wir haben ein Problem. Wir haben Flottengrenzwerte auf europäischer Ebene durchgewunken, ohne die Flexibilität beispielsweise von synthetischen Kraftstoffen anrechnen zu lassen, die eine wahnsinnige Herausforderung für unsere Mobilität und für unsere Fahrzeughersteller in Deutschland sind. Und das haben wir deswegen gemacht, weil sich die Bundesregierung wie so oft einfach gezofft hat. An dem Tag, wo diese Flottengrenzwerte beschlossen worden sind, haben wir im Umweltministerium nachgefragt, gibt es eigentlich eine Einigung? Da hat das Umweltministerium gesagt, nein, es gibt keine Einigung. Und das Wirtschaftsministerium hat gesagt, doch, wir haben schon eine. Also die waren sich komplett uneinig. Und wenn man sich nicht einig ist, kann man in Europa mit einer Stimme nicht sprechen. Und wenn man in Europa industriepolitisch nicht mit einer Stimme spricht, dann ist es so, dass die anderen für einen entscheiden. Und diese festgesetzten Flottengrenzwerte sind aus meiner felsenfesten Überzeugung mehr Industriepolitik gewesen als Klimaschutz. Das hat die Politik auch erkannt und hat gesagt, hupsi, na, unsere Industrie muss jetzt Flottengrenzwerte einhalten, die in der Zeit technisch sehr, sehr schwierig werden. Und hat gesagt, was machen wir jetzt? Jetzt nehmen wir ganz viel Geld in die Hand und machen als Entschädigung ganz viel, stopfen wir ganz viel Geld in die Elektromobilität. Und das ist das Gegenteil von Nachhaltigkeit, es ist das Gegenteil von sinnvoller Steuernutzung und es ist vor allem auch das Gegenteil von nachhaltigem, ganzheitlichem Umweltschutz.
Und deswegen glaube ich, dass wir an die ganze Gesetzgebung nochmal ran müssen. Wir müssen eine Regierung haben, die es schafft, mit einer Stimme zu sprechen, die es schafft, Technologieoffenheit vorne ranzustellen und die es in Europa wieder schafft, Akzente zu setzen. Und wenn die in die Richtung Technologieoffenheit gehen, dann bin ich mir sicher, werden auch die elektrischen, die E-Fuels künftig anerkannt werden. Bosch investiert natürlich auch 400 Millionen im Jahr, wenn die Zahl noch stimmt, in die E-Mobilität. Aber eben, Sie hätten so viele andere Ideen. Fehlt Ihnen das Vertrauen der Politik? Also wir investieren, Sie haben den Betrag genannt, 400 Millionen in die E-Mobilität und in die Brennstoffzelle. Weil die E-Mobilität hat auch große Vorteile. Ich glaube, es sitzen genügend im Saal, die auch wissen, Verbrennungsmotor auf der Kurzstrecke, das ist nicht so ideal. Da hat ein Elektrofahrzeug deutliche Vorteile. Es gibt viele Dinge, wo ein E-Antrieb besser ist. Eine Brennstoffzelle ist ebenfalls eine zukunftsgerichtete Lösung. Aber halt nicht nur. Wir müssen offen für neue Lösungen sein und alles angehen. Und ein Thema kam man bislang noch zu kurz, was unbedingt für E-Fuels spricht. Wir wollen ja in Deutschland irgendwann mal 1 Million Elektrofahrzeuge pro Jahr zulassen. Vielleicht schaffen wir sogar mal 2 oder 3 Millionen. Kommt uns als gigantisch große Zahl vor und nur mal im Vergleich, in Deutschland gibt es einen Fuhrpark, einen Pkw von über 40 Millionen. Auf dieser Erde fahren, wenn man auch die Dreiräder, Indien mitrechnet, 1,4 Milliarden Fahrzeuge. Bis die auf rein elektrisch umgestellt werden, vergehen Jahrzehnte. Fahrzeuge in vielen Ländern werden eher 20 oder 30 Jahre genutzt. LKWs in Afrika sogar noch 40 Jahre. Wenn wir die Flotten erreichen wollen, dann geht es nur mit den Kraftstoffen, die wir hier auf dem Tisch haben. Und das müssen wir machen, weil sonst hat man für das Klima nichts gekonnt. Deutschland kann sich vielleicht dann so ein Feigenblatt umheften und sagen, ja, eigentlich haben wir doch was gemacht fürs Klima. Aber wir müssen diese 1,4 Milliarden Fahrzeuge erreichen und wir können sie heute schon erreichen. Also wir müssen nicht den Leuten sagen, wie es Herr Haug gut gesagt hat, das verschrottet doch bitte deinen relativ neuen Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Man kann das heute schon haben. Man kann auch das heute schon einsetzen. Und da sind wir einfach ideologisch verblendet, populistisch unterwegs und schaden dem Klima. Und ich denke, da haben wir eigentlich gute Argumente zu sagen, wollen wir dem Klima was Gutes tun oder nicht. Und hier auf dem Tisch stehen mitgebrachte gute Beispiele, wie man in die richtige Richtung gehen kann, die man hoffentlich bald tanken kann. Herr Dr. Gackstatter, Sie haben es vorher gesagt, Sie sind mit einem umweltfreundlichen Auto hier angereist und zwar nicht mit der wilden 13, haben es vielleicht draußen gesehen, das schwarze Auto mit der weißen 13 drauf, sondern mit der sauberen 13. Es geht also auch anders. Das hat Bosch gezeigt. Ihr Chef, Volkmar Denner, hat gesagt, er hat Sorge vor einem Strukturbruch statt einem Strukturwandel, so wie es im Moment läuft. Wie gefährlich ist die Entwicklung im Moment? Also die Autoindustrie, vor allem wenn ich jetzt die Hersteller hier in Großraum Stuttgart angucke, wir können Daimler, Porsche und so weiter angucken, wir können dann auch weitergehen Richtung Audi, BMW und so weiter. Und die Zulieferer, die haben immer gezeigt, über 130 Jahre Automobil, wir können Strukturwandel. Aber was jetzt gefordert ist, ist ein Strukturbruch und das können wir nicht. Und es wird Tausende von Arbeitsplätzen und Wohlstand kosten. Deswegen müssen wir auch als Unternehmen die Stimme erheben und sagen, liebe Politik, wir steuern in die völlig falsche Richtung. Wir müssen das ganze Thema anders machen. Jetzt zu dem Fahrzeug draußen, das ist jetzt kein Wunderding. Es ist ein VW Golf mit Dieselmotor. Dieser Dieselmotor hat eine sehr moderne Abgasnachbehandlung und stößt derzeit 13 Milligramm Stickoxide je Kilometer aus. Der Grenzwert auf der Straße ist bei 80, also er ist deutlich besser. Mit dem neuen Diesel gibt es eigentlich keinen Grund mehr, nicht mehr nach Stuttgart reinzufahren. Feinstaub war für den Diesel ab Euro 5 überhaupt kein Thema mehr, weil er einen Partikelfilter hat und der Partikelfilter regeneriert zu 99,x%. Die FAZ hat kürzlich geschrieben, lieber Herr Oberbürgermeister,
bei Feinstaubalarm heißt doch eigentlich Diesel raus und nicht Diesel rein in die Garage, Diesel raus. Das nächste ist, das Fahrzeug hat auch eine moderne beschichtete Bremsscheibe, weil, das können Sie ganz normal beim Landesumweltamt nachgucken, eigentlich ist gar nicht mehr, was aus dem Abgasrohr kommt, das Kritische bei Feinstaub, sondern es ist vor allem der Reifenabrieb und der Abrieb der Bremsbeläge. Deswegen hat dieses Fahrzeug eine sehr moderne Bremsscheibe, wie sie heute leider erst serienmäßig, mache ich mal Werbung, bei Porsche eingesetzt wird. Auch das könnte man weiterdenken, weil wenn man Feinstaub wirklich reduzieren will, dann reicht es inzwischen nicht mehr aus, auf das Auspuffrohr zu gucken, sondern man muss das ganze Thema anschauen, auch mit mehr Realitätssinn herangehen. Aber stolz sind wir vor allem, weil er zu 100% mit diesem Kraftstoff betankt wird. Das macht Bosch einfach, weil wir uns eine eigene Tankstelle leisten können und wir machen das einfach. Also wir brauchen jetzt keinen öffentlichen Anbieter. Alle Fahrzeuge der Geschäftsführung werden damit betankt und auch die Fahrzeuge, die wir quasi in unseren Versuchsflotten haben, ohne jegliche Probleme, also keine Angst, irgendwie Verschleiß, Fahrzeug geht kaputt, wie auch immer. Auch die Hersteller geben in der Regel das frei. Man kann das heute schon machen. Lasst es uns tun. Ich hätte nur eine einzige Bitte. Könnten wir aufhören, von der Politik zu sprechen? Weil ich mich seit Jahren wahnsinnig für Technologieoffenheit einsetze und der Bock wird gerade von der Großen Koalition geschossen. Frau Skudelny hat absolut recht. Und Frau Haupt, da will ich gleich mal einhaken, wenn wir nicht nur von der Politik sprechen. Es gibt ja auch in der Autoindustrie den einen oder anderen, der nicht viel hält von irgendwas anderem als E-Mobilität. VW-Boss Herbert Diess hat sich festgelegt, hat gesagt, es ist alles viel zu teuer, können wir nicht machen. Verwundert dich das mit deiner Erfahrung, dass man so in eine Richtung rennt? Das steht mir gar nicht zu, das zu kommentieren, aber ich bin Competition Man. Gib hier den Möglichkeiten die gleiche Chance und dann schauen wir mal, wer später bremst. Und früher aufs Gas geht und nicht aus der Kurve fliegt. Wir haben nicht die gleichen Wettbewerbsbedingungen. Wir haben noch nicht mal Formel 2 gegen Formel 1 in diesem Fall. Wir haben noch nicht mal Safety Car gegen Formel 1. Wenn wir gleiche Möglichkeiten haben, dann glaube ich, sieht es sehr gut, sehr nachhaltig, sehr schnell aus. Wir haben 47 Millionen Fahrzeugbestand, wenn wir sehr gut rechnen, 200.000 E-Autos, es sollten 1 Million sein in diesem Jahr, 200.000 sind es, de facto sind es ein paar weniger, kann sich jeder ausrechnen, dass es weniger als 0,5% sind, da die grob über den Daumen mindestens zu 50% von nicht regenerativem Strom versorgt werden, ist der Beitrag für ein besseres Klima gleich null. Genauso wichtig wie im Stau dem Klima hilft und ein mutwillig produzierter Stau zweimal nicht und Tempo 40 an Stellen, wo andere Ausfallstraßen Tempo 80 fahren, bin ich auch ganz sicher, dass es da jede Menge luftentlastende Maßnahmen geben könnte. So, und glaube, an dem Gesamtpaket müssen wir arbeiten und wir müssen das untersuchen, mit wie viel Geld wir uns bisher die 200.000 E-Autos ermöglicht haben. Und wenn wir dann nur einen Teil davon in diese Richtung investieren, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und dann soll der eine Hersteller sagen, ich bin E, und der andere sagt, ich bin E-Fuel. Und dann schauen wir mal, wer später bremst. Aber ich glaube, mit Dauerbremsen hast du noch nie ein Rennen gewonnen. Ne? So war das, glaube ich, damals. Herr Bölken, das Dauerbremsen, damit sind Sie so ein bisschen konfrontiert in Ihrer täglichen Arbeit, habe ich so das Gefühl, als ich im Vorgespräch mit Ihnen unterhalten habe. Die Frage ist natürlich, können wir uns E-Fuels leisten, also Preis, aber können wir uns E-Fuels nicht leisten? Müssen wir es machen? Also die Zahlen haben wir ja schon gehört. Was wir uns nicht leisten können, ist nicht die erneuerbaren Energien auszubauen, weil das E in E-Fuel kommt nicht aus dem Kohlekraftwerk oder aus dem Atomkraftwerk, sondern es kommt aus erneuerbaren Energien. Und was klar ist, um die Klimaziele zu erreichen, müssen wir die erneuerbaren Energien ausbauen.
drastisch. Und was passiert? Sie sind dran, diese Anlagen zu bauen. Sagen Sie, hätten auch Kunden, die Ihnen das aus der Hand reißen würden, wenn Sie denn dürften. Was passiert, wenn sich nichts ändert? Ganz persönlich für Sie. Naja, also wir sind Technologieanbieter, wir sind ein Startup, wir sind gegenwärtig 50 Mitarbeiter und wir haben in den letzten 3 Jahren eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Aber natürlich wissen wir auch, dass diese Erfolgsgeschichte auch an einem seidenen Faden hängt. Wir haben nicht den langen Atem wie vielleicht Bosch, die 400 Millionen in irgendeine Entwicklung investieren können, sondern wir sind natürlich darauf angewiesen, dass wir Kunden haben, die an diese Technologie glauben. Und wir sind in einem Status, wo wir erste Pilotanlagen bauen. Wir haben uns ja schon verabredet, dass wir mal unsere 1-Megawatt-Anlage zeitnah anschauen. Die Frage ist immer, wo kriegen wir denn die ganzen Erneuerbaren her? Und man darf nicht denken, dass selbst wenn wir hier ganz, ganz viele Windräder bauen und ganz, ganz viele Solarflächen zupflastern, dass wir auf einmal klimaneutral sind, weil wir sind aus dem Atom ausgestiegen, das war eine gute Entscheidung, wir steigen aus der Kohleverstromung aus, das ist eine gute Entscheidung. Wenn wir jetzt noch sagen, wir dürfen kein Öl mehr importieren, also irgendwo muss ja die Energie kommen. Und es gab schon immer diese Desertec-Initiativen, die haben immer daran, sind immer daran gescheitert zu fragen, wie kriege ich denn dieses Elektron nach Europa? Da gab es Diskussionen, ich lege jetzt eine ganz dicke Stromleitung durchs Mittelmeer nach Europa. Der Kritikpunkt an der Elektromobilität ist nicht der Elektromotor. Den gibt es auch schon lange und der ist top. Der Kritikpunkt sind immer die Energiespeicherungen. Und wenn man sich das einfach mal sieht, wie viel Kilowattstunden in so einem Liter Benzin oder Diesel drin ist, das ist einfach gigantisch. Warum nicht an Orten, die prädestiniert dafür sind, erneuerbaren Strom zu erzeugen, dort vor Ort den Strom nicht in Batterien zu speichern, die Umweltproblematik haben wir ja schon gehört, sondern die erneuerbare Energie in einem chemischen Speicher zu speichern, der dann in die Industrie gebracht werden kann, der in die Mobilität gebracht werden kann, der, wir hatten es ja gerade, innerhalb von 2-3 Minuten vertankt werden kann und am Ende kann ich 1200 Kilometer mitfahren. Also man hat hier einfach alle Vorteile miteinander verbunden und meines Erachtens können wir, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, können wir es uns nicht leisten, nicht auf diese E-Fuels zu setzen. Unter anderem, nicht nur, aber technologieoffen. Und dann hat Dr. Gackstatter, wenn man es öffnet, wenn man in die Richtung geht, auch Förderung vielleicht drin hat, dann ist natürlich, Entschuldigung, dann ist das Ganze natürlich auch finanziell bald interessant. Wie interessant kann das werden? Also ich muss nochmal eine Zahl wiederholen. Die 400 Millionen, die wir in die Elektrifizierung investieren, klang so an, ja, Bosch schüttelt es aus dem Ärmel. Wie? Auch Bosch schüttelt es nicht aus dem Ärmel. Aber was ganz wichtig ist, allein in meinem Bereich der Antriebstechnik arbeiten 85.000 Menschen. Und damit ich diese Menschen auch in die Zukunft führen kann, dass wir das als Unternehmen schaffen, gehen wir technologieoffen alle Lösungen an. Ich weiß nicht, ich möchte gerne auf die E-Fuel setzen. Ich hoffe, dass wir uns da durchsetzen. Aber in Summe setze ich auf jede Antriebsform, weil ich kann das einfach nicht erlauben, ein Thema nicht zu bedienen, wenn vielleicht die politischen Rahmenbedingungen nur in eine einzige Richtung gehen. Und deswegen investieren wir da relativ viel, weil wir verantwortlich sind für so viele Menschen, die bei uns arbeiten. Und die wollen wir auch in eine gute Zukunft führen. Was muss noch passieren zu den E-Fuels? Also wir denken in Deutschland da wirklich, wir wollen von Deutschland aus das Klima retten auf diesem Planeten. Wenn wir über E-Fuels reden, dann sagen wir aber, wir haben gar nicht so viele Windräder in Deutschland. Das können wir gar nicht schaffen. Das ist eine sehr lächerliche Diskussion, das sage ich nicht der Politik, das sage ich von einzelnen Vertretern bestimmter Parteien. Wenn Sie gucken, was in den arabischen Staaten produziert werden kann und zukünftig auch wird, dann kaufen wir halt zukünftig die E-Fuels auch von Saudi Aramco, wie heute auch den Kraftstoff. Dort wird massiv investiert, dort kann man sehr, sehr günstig die E-Fuels herstellen. Es geht. Und die werden uns das zeigen. Die Frage ist, ob wir als Deutschland
in dieser, ich nenne es mal E-Fuels-Welt, in dieser Wasserstoffwelt eine Bedeutung spielen wollen oder auch dieses Thema wieder verschlafen und ignorieren. Und aus meiner Sicht haben wir in Deutschland hervorragende Möglichkeiten, beispielsweise beim Thema Wasserstoff. Wir haben langjährige Erfahrungen, wir können es ausbauen. Ja, wir brauchen regenerative Energie, sonst macht das keinen Sinn. Gibt es in Deutschland auch noch Möglichkeiten? Oder wir machen das mit Partnern, zum Beispiel Afrika oder in anderen Ländern, dann kriegt man die Kosten runter und dann ist es wettbewerbsfähig. Natürlich darf dann danach nicht eine E-Fuel-Steuer erhoben werden, die dann wieder 3 Euro je Liter beträgt und das Thema wieder herausfordernd macht. Also beim Thema Steuern habe ich einen exzellenten Gesprächspartner. Als Tankstellenbesitzer kennt man sich mit Steuern aus. Ja. Geben Sie uns mal einen Einblick, Herr Doll. Ich bin kein Steuerfachmann, um Himmels Willen, aber was ich sagen kann, ist, dass wir Es geht ja darum, der Staat steuert natürlich in gewisser Weise, was wird getankt und was nicht. Genau. Also das ist, geben Sie mal einen Einblick, was hier so auf Ihrem super Preis, was waren wir bei 1,19 drauf ist? 1,19 haben wir dann mit der CO2-Steuer, die dann kommt. Also ich nehme jetzt das Beispiel Benzin her. Bei 1,40 haben wir zukünftig über 90 Cent Steuern, wenn die CO2-Steuer nächstes Jahr auch noch dazu kommt. Also sprich, wir haben mehr oder weniger ein Produkt dann vierfach besteuert. Wir haben die Energiesteuer drauf, also die Mineralölsteuer, dann die Ökosteuer, die dann mit der Mineralölsteuer verschmolzen wurde, dann haben wir die Mehrwertsteuer drauf und dann auch noch die CO2-Steuer. Und wenn man das mal hernimmt, das CO2 braucht einen Preis, das wird ja gefordert heutzutage. Natürlich ist es ein Denkmodell, aber was wäre denn, wenn wir hergehen würden und wären so mutig und sagen, wir nehmen die ganzen Steuerarten und wenden sie um, vielleicht bis auf die Mehrwertsteuer, in die CO2-Steuer. Dann haben wir doch einen riesen Anreiz. Jeder, der Kraftstoff in den Handel bringt oder verkauft, der dann halt noch aus fossilen Brennstoffen kommt, wird dann mehr oder weniger bestraft und der wird belohnt, der einen Kraftstoff reinbringt, der halt CO2-neutral ist. Aber können wir uns auch zufrieden? Ich bin mit allem zufrieden, was in die richtige Richtung geht. Ob es jetzt Quoten sind, ob es ein CO2-Preis ist, eine CO2-Besteuerung. Also da kann man ja genauso offen sein, wie die Technologieoffenheit fordern. Frau Scudelli, wir wollen nicht sagen, die böse Politik tut wieder nichts. Wir wollen sagen, was tut denn die Politik? Wo sind Sie im Moment dran und wo? Was wäre ein realistischer Zeitrahmen, um Dinge zu bewegen? Ganz einfache Frage. Boah, wie lange hält die GroKo noch? Also tatsächlich ist in diesem Jahr oder beziehungsweise 2019 viele Entscheidungen gefallen, die nicht technologieoffen sind, die eben nicht zukunftsweisend sind und wie wir von der CO2-Steuer gehört haben übrigens, die auch nicht die CO2-Emissionen begrenzen, sondern eigentlich nur teurer machen. Wir müssen neue Rahmenbedingungen setzen, wir müssen technologieoffene Rahmenbedingungen setzen und viele von den falschen Entscheidungen sind auf europäischer Ebene gefallen. Ich glaube, ein vernünftiger Rahmen, um Verhandlungen auf europäischer Ebene nochmal zu eröffnen, wären rund 2 Jahre. Dass wir da bei der CO2-Steuer nochmal rangehen und zum Beispiel synthetische Kraftstoffe anrechenbar machen auf die Flottengrenzwerte. Eine der Grundvoraussetzungen, dass wir hier ein bisschen Level Playing Field bekommen. Etwas anderes, was wir sehr schnell machen können, ist überhaupt mal synthetische Kraftstoffe in Deutschland zulassen. Das ist eine Verordnung. Das kann die Bundesregierung, wenn sie möchte, innerhalb kürzester Zeit umsetzen. Das hat sie im Dezember nicht umgesetzt. Sie könnte es im Februar oder im März 2020 umsetzen. Da mangelt es nicht an den, wie soll ich sagen, Entscheidungszeiträumen. Da mangelt es eindeutig am politischen Willen. Und ich glaube, je größer der Druck von der Straße ist, je größer der Druck von den Menschen draußen ist und je entschiedener wir uns für Technologieoffenheit einsetzen, wir als Partei natürlich, aber auch die Menschen vor Ort, desto schneller kommen wir zu den richtigen Entscheidungen und zu den richtigen Rahmengesetzgebungen. Weil mittlerweile, ich habe mir die Kurzarbeiterzahlen geben lassen,
Die Kurzarbeit in Baden-Württemberg ist doppelt so hoch wie die in Restdeutschland. Und das liegt auch daran, dass wir systematisch die Rahmenbedingungen für unsere eigene Automobil- und Zuliefererindustrie erschweren. Ich glaube, langsam ist es nicht mehr die Frage, was ist ein realistischer Zeitrahmen, sondern die Frage ist, wir müssen schnell agieren, damit wir die Arbeitsplätze und den Wohlstand sichern. Weil nur wenn wir Geld zum Investieren haben, können wir auch das umsetzen, was sich die Techniker, was sich die Industrie erdenkt. Und da tickt einfach die Uhr und da müssen wir jetzt schnell handeln. Ja, wir haben gerade die großen Zahlen gehört der Angestellten, um die es dann natürlich auch geht, wenn wir weiterdenken mit Frau Skudelny. Du bist mit ganz vielen Mittelständlern im Gespräch in Baden-Württemberg, nicht nur im Großraum Stuttgart. Hörst die Sorgen dort? Machst du dir Sorgen? Ja, absolut. Also ich glaube, dass... Es wird ja so oft gesagt, wir klagen auf hohem Niveau, aber das ist nicht richtig. Ich glaube, das kann man aus dem Vokabular auch streichen. Ich muss ehrlich sagen, mich macht die Ignoranz der Regierenden, Frau Skudelny, aber auch der Politik, weil die Politik, die nicht regiert muss, was sie machen, argumentieren, Gas geben und wirklich deutliche Sprache sprechen. Mich macht sehr traurig, wenn ein Dr. Gagstetter sagt, unsere Geschäftsleitung fährt mit E-Fuels. Wir haben 85.000 Mitarbeiter im Antriebsbereich. Da sollten wir darunter stellen, dass die Herrschaften so einigermaßen gut wissen, wovon sie reden. Das ist ihr Fachgebiet. Und wir haben dagegen die Ignoranz, dass jemand sagt, nee, das muss eigentlich ganz anders sein. Und das ist eigentlich ein trauriger Zustand, muss ich sagen. Also wenn man da diesen Wake-up-Call nicht hört und sagt, okay, vielleicht haben wir uns da ja falsch eingeschätzt oder sind. Also ich glaube, es gehört auch dazu, mal zu sagen, haben wir alle, die im Beruf sind, wir sind mal vielleicht einer falschen Pferde gefolgt. Aber der wirklich Gute sagt, in der Sackgasse kann man auch umdrehen, wenn man ein bisschen gescheit ist. Aber in der Sackgasse weiterfahren, bis es nicht bis sie zu Ende ist, das ist kein guter Rat. Und nochmal, ich sage ausdrücklich nicht, dass E-Mobilität eine Sackgasse ist. Aber die Vielfalt, und mir wäre es auch lieber, wenn man Technologieoffenheit mit Begriffen belegen würde, weil das ist ein großes Wort, eine Worthülse. Wenn ich aber E-Fuel sage und sage, da kannst du CO2-neutral mitfahren und es erkläre, dann ist es wesentlich besser und wesentlich deutlicher. Und Kommunikation ist es auch noch bei dem Thema. Ja, genau, da hast du unsere Schlussrunde hier schon perfekt eingeläutet mit diesem Statement. Herr Bölken, was gibt Ihnen Hoffnung, dass das alles noch gut wird? Na, die Hoffnung sehe ich, wenn ich jeden Tag ins Büro komme und wir mit einem wirklich jungen Team super motiviert an Lösungen arbeiten, die von der Technikseite her eine Perspektive haben. Wir bringen dass den Klimakiller CO2, von dem wir viel zu viel haben, bringen wir wieder zurück in eine Kreislaufwirtschaft. Wir fügen CO2 Nutzen zu. Und da bin ich immer besonders stolz drauf, dass wir ein Team haben, was so super motiviert ist, daran an diesem Thema zu arbeiten. Wir sehen, dass sich verhärtete Fronten langsam auftun. Wir sehen auch, dass die ersten Kunden kommen und sagen, ja, vor 2 Jahren wurde ich immer gefragt, ah, das ist ja ganz toll, wie viel günstiger als der fossile Kraftstoff ist das denn jetzt? Die Frage muss ich heutzutage nur noch in 80% der Fälle beantworten. Da muss man ein bisschen ausholen und erklären und auch mal zeigen, wo die Potenziale dahinter sind. Und mittlerweile gibt es wirklich von Energieversorgern über die Zementindustrie bis hin zu OEMs, zu Automobilbauern, diesen Mindset, okay, wir brauchen diese Kraftstoffe. Wir haben einfach wir haben gigantische Probleme, wenn wir so weitermachen wie bisher, aber es sind auch immer gigantische Potenziale. Und wenn ich am unteren Ende von einem Berg stehe und der Berg ist einfach mal hoch, dann sage ich nicht, ach nö, der ist so hoch, da gehe ich nicht hoch, sondern es muss eigentlich eine Motivation sein, zu sagen, wir gehen das Thema an und wir haben natürlich auch die Chancen, diese,
diese Technologie, die wir haben, gerade aufgrund unserer kompakten modularen Lösungen. Wir bilden uns ein, hier Technologieführer zu sein. Vielleicht sind die bei Saudi Aramco auch schon viel weiter, aber es ist jetzt so sehr in unseren Köpfen. Ich meine, ich sehe, die ganze Tankstelle ist voll. Wir müssen dieses Thema angehen. Das kann auch ein Job-Creator sein. Wir können diese Technologien exportieren und können die auch in andere Bereiche bringen. Also es kann auch wirklich wieder ein Cleantech made in Germany werden. Und darauf setzen wir und das ist unsere Motivation. Wie viele von den 200, 250 Leuten hier fahren in 10 Jahren E-Fuels? Alle. Das Publikum. Alle. Kein Problem. Sehr gut. Und ich glaube, die Hersteller und die Zulieferer würden liebend gerne für sie die Motoren und die Motorkomponenten liefern, damit sie auch weiterhin mobil sind. Und ich glaube, wir müssen unser Recht auf individuelle Mobilität verteidigen, weil nur das bringt die Menschen zusammen. Herr Doll, als Tankstellenbetreiber, wie optimistisch schauen Sie in die Zukunft? Ganz schwierige Frage. Ich möchte eigentlich zum Abschluss eher einen Wunsch äußern. Wir als Familienbetrieb sind angehalten, dass wir einen guten Mix aus Nachhaltigkeit war das Thema vorher, aus ökologischer, sozialer und ökonomischer Nachhaltigkeit gewährleisten, damit es uns lang gibt. Wir denken Generationen und mein Wunsch ist einfach, dass einfach, ich sage es nochmal, die Politik Rahmenbedingungen schafft, die diese die Themen auch mehr abbildet, dass wir weg von der Ideologie kommen hin zu Logik und Vernunft. Und wenn die gegeben sind, dann habe ich einen sehr optimistischen Blick in die Zukunft. Wenn nicht, Unklarheit haben, dann ist es schwierig. Die andere Politik haben wir gelernt, ne? Wie optimistisch sind Sie nach diesem Abend, nach dem, was Sie gehört haben, nach dem, was Sie hier gesehen haben? Also, ich bin schon vor dem Abend sehr optimistisch gewesen, weil ich mich ja schon lange mit der Sache auseinandersetze. Und ich sehe die Potenziale, die die E-Fuels haben. Ich sehe die Potenziale, die in Deutschland stecken, die in den vielen Köpfen stecken, die in den Ingenieuren drin stecken. Und deswegen bin ich grundsätzlich optimistisch. Ich möchte ergänzen, Technologieoffenheit ist auch wählbar. Und 2021 hat man gerade in Baden-Württemberg zwei Möglichkeiten dazu, diese Technologieoffenheit zu wählen. Und da bin ich sehr optimistisch, dass wir dann vielleicht eine Regierung auch hinbekommen, die das genauso sieht und dass wir das Thema dann gemeinsam voranbringen können. Also wir haben ganz viele wichtige Dinge gelernt. Verbrennungsmotor geht auch klimafreundlich. Und Technologieoffenheit ist auch wählbar. Ich bin sicher, Sie haben auch noch Fragen, die Ihnen auf den Nägeln brennen. Wollen wir vielleicht hier vorne anfangen? Die lieben Kollegen von der Technik haben gleich noch ein Mikrofon für Sie. Und dann warten Sie bitte, bis Sie das kurz haben, dass wir Sie auch verstehen können. Sie holen es kurz, wunderbar. Ja, guten Abend, Markus Reiners von der CDU aus dem Stadtparlament. Man darf nicht sagen, die Politik, vollkommen recht. Jetzt habe ich nur den Nachteil, dass meine Partei in Berlin regiert, aber auf mich hören sie da nicht. Es ist eine tolle Veranstaltung, die sie hier machen, muss man ganz, ganz ehrlich sagen, eine tolle Veranstaltung. Ich möchte es nur ergänzen um einen Punkt. Sie haben gesagt, man müsste das in den arabischen Raum beispielsweise verlagern, um dort zu gewinnen. Ja? Das halte ich für problematisch, und zwar auch aufgrund von Abhängigkeiten etc. Deshalb eine Ergänzung, ganz einfach, warum denkt man nicht daran, beispielsweise sich die Energie, Wind, Sonne etc. Aus dem internationalen Raum zu holen? Ja? Aus dem internationalen Raum, dort wo keine Abhängigkeiten entstehen. Und eines ist ja ein gewiss, dieses Zeugs in der Flasche, wunderbar, die E-Fuels, es ist teuer, es ist noch zu teuer und man kann es natürlich kostengünstig machen, beispielsweise wenn man sich dort die Energie abholt, wo beispielsweise der Wind 365 Tage bläst,
7 Tage die Woche, 24 Stunden mit 12 Windstärken. Solche Gebiete gibt es nämlich. Also durch mobile Energiegewinnung beispielsweise, ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und das muss doch die Lösung sein, auch ein Stück weit die Dinge voranzutreiben, kostengünstiger zu machen. Und wenn wir dann einen emissionsfreien Kraftstoff haben, der kostengünstig ist, der günstiger ist, wie der jetzige Kraftstoff, dann haben wir alles erreicht, würde ich sagen. Danke. Herr Reiners, warum tun Sie nichts als CDU-Mann in der Politik? Sie verbieten jetzt noch den Fünfer. Den Vierer haben Sie schon verboten. Ich gebe Ihnen recht, die CDU macht hier eine falsche Politik, auch im Land. Das habe ich aber auch schon mehrfach betont. Wir sind auch ein Stück weit getrieben hier, Vorreiter der ganzen Politik. Was schief läuft momentan, das sind die Grünen in meinen Augen und die CDU, die macht hier, das ist meine Meinung. So, hier haben wir noch eine Frage. Kommt gleich zu Ihnen. Ja, Wolfram Schön ist mein Name. Ich möchte noch einen anderen Gedanken hier einbringen. Es wurde ja angesprochen, dass die Aramco in Saudi-Arabien in der Lage wäre, solche E-Fuels aufzubereiten und wir dann im Prinzip die gleichen Transportwege wie heute fürs Öl nutzen könnten. Ich frage mich, warum eigentlich die Saudis? Warum denken wir nicht drüber nach, diese E-Fuels in Nordafrika produzieren zu lassen, um dort den Menschen neue Arbeitsmöglichkeiten, eine neue Industrie zu geben? Vielleicht hätte das sogar noch einen positiven Auswirkung auf die Migration. Also ich möchte gerne ich habe diese Aussage gebracht, nochmal präzisieren. Heute hören Sie von den regierenden Politikern, von den Regierenden, aus Kotelny weiß, was ich jetzt damit meine, immer folgende Aussage. Und zwar immer dann, wenn die Mikrofone aus sind und keine Kamera in der Nähe. Ja, wir haben das verstanden, die E-Fuels würden uns helfen, aber wenn wir die jetzt bringen, dann werden die ja in den PKWs eingesetzt. Wir brauchen ja die E-Fuels für die Schiffe, für die schweren LKWs, für die Flugzeuge. Und wir werden ja gar nicht so viel von diesen Kraftstoffen haben können. Deswegen dürfen wir es nie zulassen für den PKW. Und da sage ich, das war mein Statement, dann denken wir viel zu klein, wenn wir immer denken, wir können es nur in Deutschland für uns selbst produzieren. Afrika, Nahosten, bei aller Problematik, dort kann man das günstig produzieren. Das ist auch für den PKW reicht. Weil die Regierenden bringen immer als Argument, wenn man das für den PKW zulässt, dann gibt es nichts mehr für den LKW oder fürs Flugzeug und da gibt es ja auch dauerhaft keinen Batterieantrieb als Alternative. Und deswegen mein Argument, denk doch einfach mal in einem Weltmaßstab, was wir auch brauchen, um das Klima zu retten. So, wir sind schon bei der nächsten Frage. Ich möchte darum bitten, sagen Sie doch einmal kurz Ihren Namen und bitte stellen Sie auch eine Frage. Wir haben so viel Kompetenz hier oben, nutzen Sie die Chance, eine Frage zu stellen. Eine Anmerkung, dann eine Frage. Mein Name ist Andreas Bauditz. Ich tanke inzwischen schon seit über einem Vierteljahr den Care Diesel. Es gibt eine Tankstelle in Neckarsulm, da wird er angeboten. Und ich wollte nur noch mal etwas zu den Preisen sagen. Das ging letztes Jahr los bei 1,79, dann 1,69. Letzte Woche 1,62, jetzt habe ich gerade gehört von dem Pächter hier, der neben mir sitzt, 1,59. Also es liegt auch an Ihnen. Also man darf nicht nur immer nach der Politik schreien, sondern es liegt auch an Ihnen. Und tanken Sie das, wenn es halt eben zur Verfügung gestellt wird. Fragen Sie Ihre Autohersteller vor allen Dingen, wo bleibt die Freigabe? Ja, das ist auch wichtig. Es gibt nämlich momentan nur LKW-Hersteller, die die Freigabe erteilt haben. Jetzt aber nochmal eine Frage. Das trifft jetzt leider Sie, den Moderator. Und seien Sie mir nicht böse, dass Sie jetzt auch mal eine Frage gestellt bekommen. Gefühlt haben auch die Medien dazu beigetragen, dass die Elektromobilität so einseitig gefördert worden ist. Und Sie mal, was würden denn die Medien jetzt mal dazu beitragen, dass eben dieses Thema E-Fuels eben auch bekannt gemacht wird? Da haben Sie absolut recht. Da flüchte ich mich unter Frau Skudelnys Regenschirm. Die Medien, ja. Ich habe da auch eine Meinung dazu, aber es ist, kann ich nicht negieren. Ne? Man liest ja auch jeder tagtäglich in der Zeitung.
Genau. Mein Name ist Günter Kleiber und Sie haben gerade eben schon gehört, ich bin im Bereich synthetische Kraftstoffe unterwegs und ich darf Ihnen sagen, das ist kein Zukunftskraftstoff. Ich setze den seit 5 Jahren erfolgreich ein und was mir gefehlt hat, war einfach die Erfahrung, ich will jetzt nicht klugscheißern, aber ich möchte Ihnen eine tolle Botschaft mitbringen. Ich setze den Kraftstoff in Flughäfen ein, überall Offroad. Die Firma Bosch verwendet ihn auch. Ja. Es gibt noch viele andere Firmen, die ihn einsetzen könnten. Das Tolle aber daran ist, und es ging mir ein bisschen unter, Sie haben es nur kurz angesprochen, dass der synthetische Dieselkraftstoff, dass der so viel Tolles bewirkt für Mensch und Umwelt am Arbeitsplatz. Wir haben so tolle Ergebnisse mit Luftmessungen am Arbeitsplatz bei Firmen. Hier gibt es einen Flughafen, der ist gar nicht weit weg, der tankt den schon seit über 4 Jahren. Die haben Messungen durchgeführt, die konnten Ölservice, die sie monatlich durchführen mussten, auf 2 im Jahr reduzieren. Und wir haben festgestellt, dass wir nachher noch 2,4 Cent mehr Preis hatten gegenüber einem fossilen Dieselkraftstoff. Und ich denke, das muss man wissen. Und heute ist auch der Tom Löwis da, der mit mir E20 Grad macht. Wenn Sie sich diese Zahlen mal, Sie werden die bestätigen können, wenn wir von jetzt auf nachher von E5, weil E10 hat ja keine Chance bekommen, auf ein Bioethanol mit 20% umswitchen würden, da könnten wir Stuttgart um 70% Feinstaub, was aus dem Benzinerauspuff rauskommen würde, reduzieren. Das heißt, wir haben alles. Und jetzt kommt meine Frage. Was können wir nach diesem Seminareffekt mitnehmen, dass jeder von Ihnen auf dem Podium morgen sagt, was könnte ich denn tun, dass wir morgen oder übermorgen beim Dolly an der Randtankstelle diesen synthetischen Kraftstoff wirklich tanken können? Jeder eine To-Do, was können wir tun? Danke für die Klarstellung, das hat mich sehr gefreut. Was kann jeder mitnehmen? Sie sollten vielleicht nochmal für alles sagen, Kehr ist palmölfrei. Das ist ja auch so ein politischer Begriff. Oh Gott, Palmöl. Wie kann man denn was tanken, wo Palmöl drin ist? Es ist kein Palmöl mehr drin. Und man achtet auch darauf, dass es halt nicht in Indonesien der Regenwald gekillt wird, was weiß ich nicht alles, für Palmölplantagen. Es ist palmölfrei. Das kann jeder hier mitnehmen und sich merken, weil es ist das Erste, was er als Vorwurf kriegt, wenn er mit so einem Stoff kommt. Und sagt, oh Gott, Palmöl, Regenwald, die armen Tiere, die armen Menschen dort, das hätten sie noch ergänzen können und vielleicht können wir uns nachher noch austauschen. Vielen Dank. Bitte. So, schönen guten Abend. Mein Name ist Thilo Scholb, ich bin heute Mitveranstalter. Erst nochmal herzlichen Dank, dass Sie alle zu uns gekommen sind heute. Kurze Anmerkung zu Nordafrika. Ich war gestern zufällig in Berlin in der eritreischen Botschaft. Da ging es um Wirtschaftsdialog und Aufbau der Wirtschaft vor Ort. Und gerade da gibt es sehr viel Sonne, sehr viele Möglichkeiten an Wind. Und die wären sehr interessiert an so einer Industrieansiedlung. Nur mal am Rande. Dann hätte ich eine Frage aus dem Livestreaming. Da geht es um die Energiedichte. Das ist heute leider nicht so ganz gekommen. Das ist immer der Hauptkritikpunkt, wie ich ihn online immer lese. Wie hoch ist der Energiegehalt der E-Fuel-Diesel gegenüber Standard-Diesel? Und sind geringere Verbräuche möglich? Eine Frage von Herrn Stefan Friese. Also ich bin nicht der Verbrennungsexperte. Die synthetischen Kraftstoffe haben die identische Energiedichte. Bei diesem EN1549 oder 940 Diesel ist es so, dass die Dichte des Kraftstoffs ein bisschen geringer ist. Dafür sind die Verbrennungseigenschaften besser. Es sind so zwei Effekte, die sich eigentlich gegenläufig verhalten. Und insofern kann man hier mit keinen negativen Auswirkungen rechnen, sondern eher mit positiven Auswirkungen. Wunderbar, ich gehe mal hier ins Publikum. Darf ich kurz aus der Praxis berichten? Ja, sehr gerne. In der zweiten Nachkommastelle habe ich einen Unterschied, allerdings zugunsten des Kehrdiesels. Also 7,13 hatte ich mit fossilem, 7,10 mit Kehrdiesel. Also über mehrere tausend Kilometer beobachtet. Verbrauch. Verbrauch. Liter pro 100 Kilometer, so das angegeben worden. So, ich gebe mal. Sollte man wissen. Guten Tag, Sabine Joos, FDP, Bezirksbeirat Stuttgart-West. Ich selber fahre leider einen Benziner, weil der Diesel wird bei meinem Auto nicht mehr angeboten.
Der wird zukünftig dann auch nur noch als Elektroauto gebaut. Ich habe also der letzte seiner Art einen Verbrennungsmotor noch kaufen können. Ganz genau, und smart. Meine Frage ist die, Sie haben jetzt mehrfach erwähnt, dass diese Treibstoffe für Diesel möglich wären.